hat sich gezeigt, dass es sich lohnt, über den ländlichen Raum nicht nur zu reden, sondern all die Dinge, die da anliegen, tatkräftig anzupacken. Ich hatte den Eindruck, dass die Leute nicht nur gekommen sind, um zu diskutieren, sondern da hat es sehr, sehr viele Akteure im Raum gehabt, die wollen den ländlichen Raum weiter voranbringen. Also ich finde die Veranstaltung sehr gut, grundlegend für das, was wir für Baden-Württemberg brauchen, auch für die Breite, für die Querschnitte, die es im Land gibt, die Aufgaben, die daraus hervorgehen. Insofern ist es eine ideale Plattform, ein Startpunkt, wieder neu aufgesetzt im Kabinettsausschuss. Netzwerke allgemein oder sich austauschen ist einfach wichtig, dass man auch neue Impulse mitnehmen kann und über den Tellerrand hinauszuschauen, finde ich einfach wertvoll und wichtig. Ich war jetzt im Workshop Digitalisierung. Da gab es sehr viele Aspekte, die ich vorher gar nicht mitgedacht habe, die da erwähnt wurden. Nehme ich auf jeden Fall viel mit. Ich finde es total gut und total wichtig, dass einmal auch die Botschaft kommt, wir sehen, was ihr braucht, wir nehmen das sehr ernst und wir wollen für die Zukunft Ideen entwickeln. Uns folgen ja weitere Veranstaltungen, wir werden das auch über unsere Landfrauenverbände stark bewerben, dass da auch vor Ort die Frauen mit dazugehen. Die nächsten Veranstaltungen werden stärker themenbezogen sein, aber auch dort erwarten die Bürger Mitsprache und Beteiligung. Ich meine, wir wollen keine Zuhörer, sondern wir wollen sie mitbeteiligen, damit sie sich mit einbringen können. Und ich kann nur sagen, wir werden jeden Wortbeitrag ernst nehmen und wir werden alle Beiträge auch aufarbeiten, damit sie in die Arbeit einfließen. Musik